Zeus? Ah. Was ist da denn so? Ich wusste nicht, dass du hier unten bist. Was haben sie ja gemacht? Ich guck mir den See an. Ist da drüber. Du bist etwas Besonderes, das weißt du. Was meinten sie? Tartarus? Was ist mit den Elementen? Ich kann es dir nicht erklären. Aber du wirst es noch erfahren. Wann? In 5 Jahren? Nein. Du wirst die Prophezeiung von Levante schon noch erfahren. Aber nicht gleich am ersten Tag. Hengstlehre. Sie haben recht. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Ich weiß, ich habe nicht immer recht. Ich bin auch nicht perfekt. Genau wie du. Ich meine, wer ist das schon? Wieso sind sie aus dem Himmelskahn ausgestiegen? Naja, es war einfach nicht. Napoleon meinte, ich sei nicht mehr nütz. Ich sei ein Verräter. Ich würde die ganze Zeit der Gefährtenherde zuflüstern. Welche Pläne die der Himmelskran hat. Welche hat er? Ich meine, ich soll schließlich das Unglück davon abwenden, dass sie sich töten. Naja. Soweit die Gerüchte wahr sind, will der Himmelskran die Gefährtenherde angreifen. Doch sie hat genug schon zu tun mit den Riesenechsen. Riesenechsen? Den Dinosauriern. Sie leben mit in dem Wald, im Kischerwald, dort, wo die Gefährtenherde lebt. Oh. Ja, die Dinosaurier. Es gab ja vorher zwar auch Pflanzenfresser, da aber die essbaren Pflanzen immer mehr von der Gefährtenherde gestohlen wurden und weggenommen wurden, vor den Nasen der Dinosaurier. Und die Gefährtenherde hat damit schon genug zu tun. Und, naja, die Thunderherde will euch angreifen. Das ist nicht gut. Ja, naja, und die Riesenherde will die Zwergenherde angreifen. Wie kann das passieren? In Gerüchten zufolge wurden manchmal Spuren gesehen. Spuren, weshalb? Spuren von Tartarus. Was? Keiner weiß, ob er sich wieder auf den Weg gemacht hat. Selten kriegt er aus der Unterwelt hervor. Selten macht er irgendetwas Gefährliches. Aber wenn es so ist, sind wir alle in Gefahr. Levado wird dich schützen. Mit Levado an deiner Seite kann dir nichts geschehen. Er ist dein Vater, sozusagen. Zeus. Sie sind aber auch ein netter Vater. Das ist schön, Stalinsa. Aber ich kann nicht für Ewigkeiten bei euch in der Herde bleiben. Ich muss wahrscheinlich irgendwann zu einer anderen Herde. Oder ich bleib für immer. Ach, keine Ahnung, wo ich dann immer hingehe. Zeus. Wissen Sie, wann der Drache, ja? Wissen Sie, wann er wieder seine Gestalt annimmt? Ich habe ihn gesehen als Geist. Es ist nicht leicht zu sagen. Ich weiß es nicht. Wenn die Zeit reif ist für ihn, wird er es machen. Und du weißt nicht, wie stark er dann ist. Es ist nicht leicht, mein Lieber. Ah, du wirst das schon schaffen. Ich glaube an dich. Es wird zu einer Schlacht kommen, ja. Es wird zu einer Schlacht kommen. Aber, weißt du, ich weiß, dass du das gewinnst. Ich weiß, dass das Land nicht untergehen wird. Werden sie mitkämpfen? Ich werde natürlich mitkämpfen. Und vielleicht schaffen wir die größte Waffe, die die Welt je gesehen hat. Größte Waffe? Es ist nur ein Traum. Ich weiß nicht, ob er jemals in Erfüllung geht. Ja. Ich sterbe. Du schaffst das schon. Ich glaube an dich.
Ein kleines Bad schadet nicht. Ich wasche mich von all meiner Neid ab. Ach, wäre so schön, wenn Dona und Tino mitkommen würden. Aber naja, alleine geht's ja auch. Was passiert hier? Leute, das ist nicht lustig. Dona? Was ist denn? Die Zeit ist drei. Du musst dir die Verzeihung nehmen. Die Mama muss dir erzählen. Du musst sie vollständig hören. Du weißt, es ist soweit. Du weißt, doch hüte dich vor der Hand des dunklen Mannes. Hüte dich und hüte dich vor deinen Träumen. Träume nicht, es ist dein Unheil. Sie ist weg. Er wird kommen! Nein! Ein bisschen sauber machen. Kann ja nicht schaden. Was? Wieso? So. Wacht alle auf! Was ist? Die Zanderherde. Sie plant, dass sie uns angreift. Das ist sehr schrecklich. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Genau deswegen sollte jetzt auch aufstehen. Heißt das, wir sollen mitkämpfen? Ich meine, hey, wir sind doch noch Schüler. Ich weiß nicht, ob ihr mitkämpfen sollt. Ihr solltet nur mitkommen. Ihr sollt sehen, wie krassig sie kämpfen. Wir sollen das sehen? Es ist Avatos, Befehl gewesen. Evado, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Sie kommen näher. Klar, Zeus. Komm mit. Du bleibst hier mit den Fohlen. Pass auf sie auf, sie sollen nicht zuschauen. Pass auf dich auf. Ich habe ein bisschen Skin. Du darfst nicht sterben. Das werde ich auch nicht. Vado, ich hatte einen Traum von Tartaros. Später nach Stalinser werden wir kämpfen. Vielleicht gibt es nachher kein Später. Hey, still. Endlich sehen wir uns wieder. Es hat lange genug gedauert, nicht? Dass wir uns jetzt nun wiedersehen, ist wahrscheinlich ein freundliches Wiedersehen.
Wir werden wahrscheinlich danach wieder ganz in Frieden leben. Das dachtest du dir so. Ich möchte, dass meine Herde in Frieden lebt. Aber ihr stört uns daran. Was haben wir euch denn getan? Wir leben an unserem Ort, wo wir auch sonst immer leben. Nein, ihr klaut uns unsere Fressecken. Eure Fressecken, wir haben genug. Und ihr auch. Was wollt ihr? Wir wollen einfach auch mehr Platz. Dann verschafft ihr doch Platz. Aber nicht auf unserem Territorium. Ihr habt nicht das Recht dazu. Schließlich sind wir über eurer Macht. Nur weil ihr die Einhörner feiert, heißt es auch lange nicht, dass wir nicht so gut sind wie ihr. Ihr seid Weicheier. Ihr alle seid Weicheier. Wir sind keine Weicheier. Wir sind nur intelligenter als ihr. Ha, ihr seid doch nur auf Kampf aus. Deswegen müsst ihr es ja ständig tun. Das erlaubst du dir? Ja, das erlaube ich mir, Bruder. Jetzt verschwindet. Niemals. Wir verschwinden nicht so einfach ohne Grund. Wir wollen schließlich kämpfen gegen euch. Ihr unterdrückt werdet ihr. Also los, lass uns kämpfen, Bruder. So wie früher. Lass uns kämpfen.